Also ich freue mich, dass da ein aufrechter Haufen da ist, unabhängig von den Witterungsbedingungen. Und ich glaube, wir sollten heute noch ein Sonnenritual machen, damit wir uns am Samstag nicht angefrieren da. Ja, weil das sind verschärfte Bedingungen, obwohl wir davon ausgehen müssen, da ist uns einmal kalt vielleicht, wenn wir den Frieden nicht sichern, dann bomben wir uns unsere Wohnungen und Häuser zusammen und dann bleibt uns nichts anderes übrig und dann haben wir das ein paar Jahre vielleicht. Ja. Das heißt, wir sind am richtigen Weg und wir müssen das schon mal durchkommen, da wird man sehen, wie stark wir sind und was wir aushalten, ob wir noch auch Erwitterung standhalten können für eine gute Sache. Das ist das eine. Dann werde ich ganz kurz eine Analyse. Also ich beschäftige mich auch schon ewig mit dieser Thematik, was spielt sich da auf dem Planeten und was ist los. Und ich bin selber, beruflich bin ich auf massive Missstände, ganz gravierende kriminelle Geschichten gestessen. Ja? Und dann fängst du auch so eine Stirn und du kommst und das geht dann immer weiter bis in die höchsten Ebenen, politische Ebene. Nicht einmal mehr Österreich, weil in Österreich, die Österreicher haben nichts zum Reden in dem System oder wenig. Das wird von ganz woanders gesteuert. Ja? Und da kannst du dann schon Angst kriegen, weil der Feind ist übermächtig, wenn man das als Feind empfindet. Ja? Die Frage ist, oder sagen wir so, die Sache ist, also meine kurze Zusammenfassung, also meine Erkenntnis auf dieses Studium unserer Verhältnisse auf diesem Planeten, das ist das, es hat sich ein System etabliert, weltweit, vielleicht gibt es noch Enklaven, wo es ein bisschen anders ist, da ist es systemkrank. Ja? Ob das jetzt bewusst geschaffen worden ist oder ob sie das einfach so, das ist wurscht. Faktisch ist, das System ist krank. Und weil das System gestört ist, stört es uns, alle, die wir in dem System drinnen sind. Und es gibt kaum noch einen gesunden Menschen. Und wenn er körperlich halbwegs gesund ist, emotional gesunde Menschen, gibt es kaum noch wo. Ja? Die haben da ein System gemacht, ob das jetzt Kapitalismus, Kommunismus oder aber irgendeine Religion, die Leute versklavt, ist wurscht. Die haben ein System gemacht, das uns körperlich, psychisch und geistig krank macht. Ja? Und das Wesentliche, und wir kommen da eigentlich nur raus, wenn da eine Heilung stattfindet. Ja? Wir brauchen eine Heilung und am einfachsten zu dieser Heilung kommen wir. Wurscht, aber an was ist einer glaubt, aber faktisch ist, das Leben ist eine Energie und eine Lebenskraft und die existiert und die entwickelt sich und die dehnt sich aus im Weltall oder sonst irgendwas. Und das ist die stärkste Macht, die es gibt. Und irgendeine Religion nennt es halt Gott und hat irgendein Bild. Ja? Das ist aber wurscht. Und diese Lebenskraft, das ist das Lebendige und das Kreative, das sich materialisiert. Und es gibt diesen Lebensstrom. Ja? Und dieser Lebensstrom ist heilsam. Und man kann sie, wenn man sein Bewusstsein auf diesen Lebensstrom einstellt, dann kann man sie verbinden mit diesem Lebensstrom. Und wenn man sie jetzt frei macht von irgendwelchen Emotionen oder man muss sie nicht ganz von Emotionen frei machen, man kann auch positive Freude oder was oder Liebe oder was, wenn man das in sich erwecken kann, dann ist man sehr nahe dieser Lebensenergie. Und wenn du jetzt Licht vorstößt und du stößt ein Symbol fürs Absolute oder dein Ideal vor, oder du stößt dir halt den Gott vor, an den du glaubst, wenn du an einen Gott glaubst, oder du stößt eben nur das Leben an sich vor und die Lebenskraft, dann kann man sie verbinden mit diesem Strom und da kann man einnehmen, alle Leute, die was man da einnimmt, die sind dann auch verbunden in diesem Strom. Und wenn man jetzt den ganzen Globus oder das Universum einnimmt, dann ist alles verbunden. Wir brauchen auch Bewusstseinsheilung und wir brauchen auch körperliche Heilung, aber der geht die Bewusstseinsheilung vor. Also wir werden das nur verändern, wenn wir uns alle verändern, aber wenn sich einer verändert, verändert sich sowieso alles. Ja? Wenn wir uns verändern, dann verändert sich unsere Welt, und zwar die persönliche. Weil wenn du in einer Situation auf einmal anders reagierst und in der nächsten wirst du auch wieder anders reagieren und so, dass die Situation sich zum Guten wenden kann, dass du deine positive Kräfte in jede Situation eingibt. Und das ist ja nur eine Entscheidungsfrage. Ich kann mich entscheiden, ob heute, ich lasse mich nicht mehr missbrauchen von niemandem und ich manipuliere aber auch niemanden. Und ich versuche, dass das Gute entsteht aus der Situation, und zwar das Gute nicht nur für mich, weil sonst bin ich ein Egoist, sondern für alle. Ja? Und wenn ich diese Entscheidung triff, dann kann ich auch jetzt in jede Situation, ob das in der Familie ist, ob das in der Arbeit ist, ob das politisch ist oder was, da kann ich dann praktisch meinen Standpunkt beziehen. Ja? Heutzutage ist es schwierig, weil wenn du der Einzige bist, dann bist du voll entmündigt, sagst du nichts übertrieben oder sie ziehen dich aus dem Verkehr, weil das passt denen nicht, das wollen sie nicht, weil unser System auf Machtmissbrauch aufgebaut ist. Ja? Und da sollte man rauskommen. Ja? Das ist aber die eine Geschichte.
Zittergeräusche sind erlaubt. Ja. Also, ich habe gedacht, du machst einen. Schauen wir mal, treiben. Nein, wir wollen. Nein, ich habe es schon vorher auch gesagt, du warst nicht da. Okay. Also, wir konzentrieren uns jetzt auf die Lebensenergie, auf die Lebenskraft, auf das Absolute, auf die Ursache aller Ursachen, auf den Lebensstrom. Ja. Im besten Fall können wir Liebe in uns entwickeln. Also, wir versuchen jetzt das Ganze zu spüren und zu erzeugen. Und wir nehmen da eine Heil und Friede allen Wesen. Ja. In ein paar Minuten schweigen. Okay, gut. Okay, bringen wir das schon los, oder? Ja. Okay. Ab jetzt bitte. Mir ist es wichtig, diese Sache am 6. Dezember, also diese globale Friedensmahnwache in Wien, das ist ja unsere Visitenkarte sozusagen, die kommen da alle zu uns und wir sind praktisch die Gastgeber. Und es war wichtig, dass wir uns da von unserer besten Seite zeigen und dass wir da eine richtige Aktion durchführen. Ja? Und die gehört aber geplant, die gehört geplant. Also das soll ein richtiges Friedensfest sein, mit musikalischen, künstlerischen Beiträgen und so weiter. Und das gehört organisiert. Vielleicht auch, dass man marschiert irgendwie oder irgendwelche Flashmobs inszeniert. Auf jeden Fall, das sollte irgendwie, ja, da sollten wir eigentlich ein bisschen einen Wind machen. Wir sollten ein bisschen einen Wind machen, wir sollten das inszenieren. Wir sollten das richtig inszenieren und es wäre wichtig, dass alle, die da irgendwie einen Beitrag hätten oder eine Idee hätten, dass wir uns da vernetzen und gemeinsam ein Programm aufbauen. Und ich wäre auch der Meinung, der Bürgermeister Häupl soll das finanzieren, der soll uns etwas zur Verfügung stellen, irgendwelche Räumlichkeiten, weil im Winter kann es kalt sein am 6. Dezember. Also ich glaube, es ist genug Geld da, ja, für irgendwelche, was weiß ich, für einen Liveball und das ist alles okay, aber da muss für so eine Friedensveranstaltung auch Geld von der Gemeinde Wien da sein. Ja? Die Gemeinde Wien soll das ermöglichen, ja? Wenn da Gäste aus der ganzen Welt kommen zu so einem Thema, zu so einem wichtigen Thema. Und für uns ist es wichtig, ganz besonders, dass wir die alle da haben, weil wir haben ja eine größere Aktion geplant. Wir wollen ja die Donau-Friedenskonferenz initiieren, dass aus ganz Europa, überall her, die Friedensbewegten zu uns kommen und wir auf der Donau im internationalen Gewässer, im Transit, unter den Flaggen aller Länder einen Raum machen, einen Friedensraum, wo die Konfliktparteien sich treffen können, wo diskutiert wird, wo Lösungen gefunden werden und wo wir mit diesen Lösungen dann herausgehen, ja, und die Politik unter Druck setzen, dass sie Frieden machen muss, weil wir es verlangen. Ja. Es soll dort persönliche Friedensverträge gemacht werden zwischen den Völkern dieser Welt oder die was gerade in einem Konflikt sind. Es können Firmen, Organisationen können ihre Friedenserklärung abgeben. Wir können alle sagen, wir sind nicht bereit für einen weiteren Weltkrieg. Ja. Es muss ja mal der Zweite Weltkrieg beendet werden. Ja. Wir sind nicht bereit und wir machen nicht mit und wir werden das erklären. Wir werden uns hinausgehen und wenn das hunderttausende, Millionen Leute weltweit erklären, sie lassen sich nicht mehr missbrauchen, es muss einmal eine Ruhe sein und dann kann die Politik das nicht mehr überhören. Wir müssen die Politik zwingen. Ja, die Zivilgesellschaft muss die Politik zwingen und wir wollen das hier in Wien praktisch initiieren.
im internationalen Gewässer auf der Donau, die internationale Friedenskonferenz, wo eine internationale Friedensflotte sich bildet und dann in die Krisengebiete fort, in die Ukraine, auf die Krim und dann weiter nach Palästina. Ja? Und wo Friedensinformation, wo Aufklärung gemacht wird, wo vielleicht die freie Energie weitergegeben wird, weil wir haben sie schon. Ja? Nur diese Technologie ist nicht freigegeben und wir müssen schauen, dass die freigegeben wird, weil die Herrschaften, die das bis jetzt entwickelt haben, die sind alle unter die Räder gekommen und die wurden existenziell vernichtet. Und das muss anders laufen. Wir brauchen die freie Energie für eine freie Welt. Ja? Und wir brauchen ein neues Finanzsystem, das wissen wir alle, das ist verbrecherisch und das werden wir durchsetzen. Und das alles ist nur eine Buchungsgeschichte. Ja? Wir brauchen keinen Krieg führen, wir brauchen nur eine Umbuchung durchführen und dann können wir alle im Wohlstand leben. Jeder, wo er her ist und wo er will. Gut, danke. Die Politiker müssten ja eigentlich, wir sind ja der Souverän, ne? Ja. Also sind wir Herz und Gehör. Und Parlament ist also Mund. Sie sind ja nur Repräsentanten. Wenn der Mund auf einmal Dinge redet, die das weder Herz noch Hirn möchte, dann macht doch was schief. Dann müssen wir eigentlich auch mal dahinter drüber sagen, so Freunde. Also als Organ, dass ihr nur was ausdrücken, so was wir wollen, habt ihr noch echt Potenzial nach oben. So ein ganz Ritual machen, so ein freies, kreatives Ritual, wo wir uns einfach auf diese Energie einstellen, damit wir auch unter anderem vielleicht ein gutes Wetter haben. Am Samstag, vielleicht können wir das regeln über diese Geschichte. Ja? Und dass wir eine gute Stimmung haben. Und es ist ja auch wichtig, ja, und muss ja wichtig sein, es kann sein, dass da irgendwelche kommen und bewusst stören oder was. Und wir brauchen da eben so eine starke Energie bei dieser Veranstaltung, dass das gar nicht möglich ist. Ja? Das geht. Ja, das geht, wenn wir gemeinsam eine Energie aufbauen. Also ich würde nachher gerne so ein Ritual machen. Aber noch was, die Veranstaltung ist ja nicht nur am 6., sondern wir wollen ja nicht, wenn die Gäste da sind, dann wollen wir uns vernetzen mit ihnen. Und dann sind die nicht am Samstag da, die bleiben alle übers Wochenende. Ja? Und darum haben wir am 7., und da lade ich jetzt offiziell ein vom Internationalen Friedenssalon in Meidling, den es schon länger gibt. Wir machen eine Veranstaltung am 7. Dezember, und zwar in Wien 12, also in Meidling, im Café Leopoldi, ist glaube ich die Nummer 52. Und wir haben uns so gedacht, wir fangen an am späten Vormittag, damit sich die Leute ausschlafen können. Und wir machen da am Nachmittag Programm, und zwar eine Friedenswerkstatt. Ja? Und was genau dort passiert, wir wollen das relativ offen halten. Wir wollen eben schauen, welche Themen sind die brennendsten, und wir wollen dort Arbeitskreise machen, wir wollen dort Diskussionen machen. Es werden auch Vorträge für interessante Themen sein. Ja, wir wollen dort Friedensarbeit machen und das Wesentliche ist, wir wollen Friedensinitiativen und in dem Fall internationale vielleicht entwickeln, praktische Basisinitiativen. Und nachher soll das Ganze ausklingen, künstlerisch, musikalisch. Wir haben da von Akademie auch wieder viele Künstler an der Hand, Musiker,
und es werden auch viele Tumor vom Ausland, besonders aus Deutschland. Ja, und wir bringen dann nachher einen musikalischen Abschluss, werden wir organisieren und werden wir dort gestalten. Ja. Und die sind alle herzlich eingeladen und wir schauen, wir sind gerade dabei, dass wir vielleicht dass wir Flyer drucken, dass wir das austeilen können. Und wir werden auch da bei der Veranstaltung die Leute informieren, wo das ist, wann das ist und was wir vorhaben. Und wir werden noch brauchen Leute, die sich einbringen wollen in die Organisation von dem Ganzen oder die dort vielleicht irgendein spezielles Geschichte machen wollen, irgendein Friedensritual, weiß ich nicht, irgendwas, oder vorstellen wollen, was, oder die sich einbringen wollen, und das, dass wir da ein gutes Bild zeigen von uns, von unserer Friedensarbeit in Wien, und dass wir da weltweit vielleicht einen Impuls setzen können. Ja? Und das würde ich mir wünschen, und ich wünsche uns allen eine super Veranstaltung am 6. und am 7. und eine internationale Vernetzung, und dass da aus Wien ein Donau-Friedensimpuls, eine Donau-Friedenswelle über die ganze Welt losgeht und wir da die Donau-Friedensallianz bilden und versuchen weltweit zu wirken an der Transformation, an der Metamorphose. Gut, danke. Im 12. Bezirk, in der Ruckergasse 52. Ja? Ich glaube 52, aber das könnt ihr eh nicht übersehen. Ruckergasse 52. Und wir planen jetzt gerade die ganzen Geschichten für das. Ja. Ruckergasse 52. Und jetzt, wenn ihr dabei seid, weil wir könnten gemeinsam nämlich ein starkes Kraftfeld erzeugen. Und zwar losgelöst von jeder Religion. Wurscht, an was einer glaubt, aber das Leben gibt es, weil wir sind da und wir können uns bewegen und das Leben ist eine Kraft. Und das Leben ist die stärkste Kraft. Und wenn wir uns jetzt, ob wir die Augen schließen oder nicht, ist wurscht. Ja? Aber wenn wir uns jetzt einstimmen auf unser Ideal oder aufs Absolute oder aufs Licht oder auf die Lebenskraft Freude in uns erzeugen und uns auf die Atmung konzentrieren, ein paar Minuten oder was, und hineinnehmen vielleicht alle Wesen. Das Heil ist wichtig, Heil allen Wesen. Ja? Dann können wir was bewegen. Ja? Und dann können wir auch beeinflussen das Wetter, wenn wir gut sind. Also jeder ist eingeladen, dass wir das machen. Ja? Plakat zerrissen auf den nassen Rasen, sie grinsen mir an die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Kreisen, die das Mittelalter alles in Fortschritt abreisen. Nun ich denk mir, jeder Schritt zu dem versprochenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen, sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. Das Schleimern ist nicht länger zu ertragen, wenn du es lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Der Minister nimmt flüstern dem Bischof beim Arm, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam, fall nicht auf sie eine. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sie auch, wenn es du nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahre deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Du traust das Fernsehen auf, sie jammern nach gute alte Werte. Ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die da so vorlaut in der Tagrunde strampen, sind's die alten Werten mit den Viersummen an Trampen. Der Medienmogul und der Zeitungszar, die schlimmsten Bäcker als Gärtner, na wunderbar. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Pracht und guten Sitten, durch ihre Botschaft ist nix als Arsch und Titten. Verrauung, Verdummung, Gewalt sind die Gebote, ihre Götter sind eine Auflage und Einschaltquote. Sie bilden die Wahrheit und vertrauen das Recht, so viel gute alte Werte echt, da wird mir echt schlecht. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam, fall nicht auf sie ein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sie auch, wenn es du nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahre deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut.
Es ist eine Riesenkonjunktur für Rotzenfinger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit, Köchel und Postengeschacher. Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt. Und noch die Schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man packt den Hühner, die ihr den Waffen schierbar lasst man laufen. Kein Pfeffer groß, aber eine ganze Giftgasfabrik kannst du kaufen. Verseucht die Luft, verstreut das Land, mach ungestraft den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grün, für doch die Sorge ist Vertrauen. Und die Kieberei muss immer auf die Falschen drauf haben. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam. Fall nicht auf sie eine, pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sie, wenn sie es du nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, es soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft's, wenn die nach Lust und Laune Traum manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unter den Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln. Da wird der Glanz in ihre Augen beim großen Zopfenstreich. Abteilung kehrt im Kleinschritt Marsch, im Lied und Heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um fünf schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam. Fall nicht auf sie eine, pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt ja, wenn es du nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich hab Sehnsucht nach Leid, die mich nicht betrehen, die mir nicht mit jeder festdreht, die Hucken verlieren. Und verschon mich mit den falschen Ehrlichen, die falschen Ehrlichen, die waren gefährlichen. Ich hab Sehnsucht nach ein Stickel Wahrhaftigkeit, noch ein bisschen Rückhalt in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden die ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Erpresst, bestechen, versuchen die zum Kaufen. Wenn du zwei sagst, lass draußen den Motor laufen. Denn sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort leer. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam. Fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt ja, wenn es du nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Pass gut auf. Pass gut auf.